Russische. Heind, wil me redden wegen Jiddisch. Als wichtige Sprach in dein Leben, meine ich. Als de erste Frage, ob es wegen dir. Wo bist du geboren geworden und wann? Ich bin geboren geworden auf Jiddisch. In Warsche, Polen. In 1920. Tate Mama gerät Jiddisch. Die Gas hat gerät Jiddisch. Der Häuf hat gerät Jiddisch. Alle Schreine haben gerät Jiddisch. Und auch für den Struss, die Kinder, was einen gewinnen Polaken, haben auch gerät Jiddisch. Also wir haben das Erzeugen auf Jiddisch. Und wir haben gelernt, die polnische Kinder reden Jiddisch, ein schlechten Jiddisch, aber sie haben gerät Jiddisch. Und wir haben gespielt auf Jiddisch. Und also sind wir gegangen bis in den Cheder rein. Warum bin ich weg in Cheder? Weil der Tat hat nicht gewollt, dass ich herumwalgern in Häuf. Mit den Goyim. Und hab einen Träumen. Sei wie, zu 4,5 Jahren bin ich weg in Cheder. Da sind wir nicht gefunden in Cheder. Ich bin gegangen in etliche Kadoschim, hab geweint und geweint. Hab nicht gewollt gehen dort. Der Rebbe hat mich heraufgesetzt auf die Schank und bestraft. Bin ich auf dem Zug genommen von Cheder zurück und zu 5,5 Jahren bin ich weg in Schule. In einer jüdischen Volksschule. Also in welcher Sprache habt ihr gelernt? Wir haben gelernt, alles auf Jiddisch. Polnisch ist gewesen, wo ist ein Gegenstand, ein Gegenstand. Und wir haben gelernt, Geografie dazu. Eine polnische Geschichte, euch auf Polnisch. Und übrig alle Gegenstände, Mathematik, Geometrie, Geografie, Physik, Chemie, alles gewinnen auf Jiddisch. Die Bücher sind gewinnen, die Schulbücher sind, die Chrestomatik sind gewinnen auf Jiddisch, die Lernbücher sind gewinnen auf Jiddisch. Alles gewinnen Jiddisch. Also, lass mich reden von, wenn es ist ausgebrochen, die Milchumme. Also, wie alt bist du gewinnen damals? Ich bin alt gewinnen damals, 19 Jahre. In du bist, was ist gewinnen dein Leben in gleichen der Zeit? Du bist gewinnen Arbeiter, ja? Ich bin ein Arbeiter, wenn es ausgebrochen, die Milchumme. Dem 1. September 1939 ist etliche Tage hat man ist ein Gefahrenbombe. Dem 7. September ist gewesen eine Meldung durch ein Radio, dass alle Männer fähig zu tragen Gewehre. So, weg auf Misere. Und dort wird sich formieren polnische Armee, so mobilisieren in der polnischen Armee. So bin ich mit der Gruppe Chaverim, wir haben verlassen Warschau, und weg auf Misere. Aber kein polnische Militär hat mich getroffen, bloß an Läufen. Nicht mobilisieren, sind nicht wesentlich, mit wem zu mobilisieren. Wir sind weg auf Misere gegangen. Wie weit man die kennt. Und die Schwester gewinnen bei den Togos. Und dort bin ich geblieben die ganze Zeit und dann habe ich gearbeitet in einem metallurgischen Kombinat, eine metallurgische Fabrik der Größe. Das hat durchgearbeitet mit Stahl für Tanken. Und ich weiß, 80% Tanken, das ist durchgearbeitet geworden. Das sind gewinnen, von weg von der Front sind gekommen von unserem Stahl, mein Stahl. Und dort bin ich gewesen, bis zum 46. Jahr. Im 46. Jahr habe ich repatriiert kein Polen zurück, zurückgefahren kein Polen. Bist du geblieben und du hast dich entwickelt als ein Dichter? Ja, ich habe rausgegeben etliche Bücher in Polen, Poesie. Ich hatte die Möglichkeit zu schreiben, was ich habe gewollt. Keiner hat mich nicht gezwungen zu schreiben, anders wie ich habe gewollt. Zu jiddisch Kultur, zu jiddisch Leben da in Los Angeles, was speziell, was ist gewesen dein Beitrag? Mein Beitrag, was habe ich kennt, ist
zutragen das jiddische Wort zu jiddischen Menschen durch eine Lektie. Ich habe geholfen im Club durch Aids geben, durch Aids. Untersagen der Themen einmal. Und der Rückkehr, die ich meine, aus der Arbeit in Cheshben, ich bin ein großer Beitrag für die jüdische Kultur in Los Angeles.